der Gemeinschaftspraxis fordert der Sexunfall eines jungen Pärchens nun die Fachkompetenz des Ärzteteams. Jakob Koller hat starke Schmerzen am Penis. Und das ist nicht das einzige Problem. Hallo. Mein Freund hat totale Schmerzen im Unterbereich. Und es ist nicht mehr auszuhalten. Wir müssen auf jeden Fall zum Arzt. Ärztin, ja, bitte. So schlimm? Ja. Ich halte nicht mehr lange auf. Der 25-Jährige wird als Notfall sofort von Dr. Bernhard Skupin in Empfang genommen. Der Allgemeinmediziner möchte zunächst wissen, wie es zu der Penisverletzung gekommen ist, und erfährt Abenteuerliches. Also, Vicky kam gerade, wollte von der Uni kommen. Und ich wollte da was Schönes vorbereiten für sie. Ich wollte halt sehr romantisch sein. Hab schön von der Eingangstür bis zum Bett schön Rosen verteilt, Rosenblätter. Boah, das ist mir sehr peinlich, ehrlich gesagt, das zu sagen. Wir sehen unter uns. Ich bin halt nach Hause gekommen. Er hat mich wunderschön und liebevoll überrascht. Mit Blumen bis zum Bett. Und er lag dann halt im auf Bett. Rosen gebettet, sozusagen. Ja, nicht nur auf Rosen gebettet. Und hat sich halt eine Rosen in seinen Penis gesteckt. Ja, es war mega süß und voll lieb, aber es tut mir einfach so leid, weil ich nicht wollte, dass er mega süß, aber noch mega unvernünftiger. Ne? Und dann habt ihr aber die Hose. Ja, ich hab die rausgenommen. Ich gehe mal davon aus, dass keine Dornen dran waren. Nee, so dumm bin ich jetzt auch nicht. Ne? Die hab ich natürlich abgemacht. Ja, natürlich. Ne? Ja, bei uns lief es halt nicht so gut in den letzten Monaten. Und da wollte ich es halt ein bisschen auffrischen, weil ich habe auch ein bisschen Probleme so rum mit der Durchblutung und so. Bei diesen Beschwerden müssen wir jetzt etwas gründlicher untersuchen. Mhm. Ich gehe raus, okay. Ja, ist alles okay. Beruhig dich, es wird alles gut, Schatz, okay? Okay. Es wird alles gut. Ich habe den Raum verlassen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich halt schuld bin, dass es bei uns im Bett nicht mehr läuft. Und die ganzen Schmerzen habe ich auf meine eigene Kappe genommen. Und dann wurde mir das zu viel und dann bin ich rausgegangen. Ich würde Sie bitten, einmal auf der Liege zumindest erstmal Platz zu nehmen. Während der Autoverkäufer eingehend untersucht wird, bricht seine Freundin im Wartebereich fast zusammen. Vicky Miller hat furchtbare Angst, dass ihre Beziehung an Jakobs Erektionsstörung zerbricht. Psychologin Sabine Decker kümmert sich um die 24-Jährige und wird schon bald herausfinden, dass das Problem tiefer liegt. Es passte ganz gut, dass meine Patientin noch gar nicht da war, die eigentlich da dran sein sollte als nächstes. Und so habe ich mich dann schnell um Frau Müller kümmern können. Und wie sich herausstellte, fiel ihr Problem auch genau in mein Fachgebiet. Okay, der Lokalbefund, den habe ich jetzt gesehen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Urin haben. Jawohl. Da bellen sich vorne bei den Mädchen, kriegen einen Urinbecher. Ich gebe mein Bestes auf. Und wir sehen uns dann wieder. Die untersuchen das sofort, das geht schnell. Ich war mit meinem Freund hier in der Praxis, weil er sich verletzt hatte. Ach Gott, schwer verletzt? Ja, schon. Wo hat er sich denn verletzt? Was ist denn passiert? Er hat sich unten im Bereich verletzt. Vicky vertraut der Psychotherapeutin an, wie es zu dem Sexunfall mit der Rose gekommen ist. Sabine Decker wird bei dem Gespräch mehr und mehr klar, dass die Beziehung des jungen Paares jedoch alles andere als rosig läuft. Ich bin mit ihm schon länger zusammen. Und seit 2 Monaten läuft es halt irgendwie nicht mehr so im Bett. Keine Ahnung, er hat halt leicht Erektionsprobleme. Wir wissen aber auch nicht, wieso. Und ich habe halt das Gefühl, dass es irgendwie an mir liegt, dass ich ihm nicht mehr gefalle. Erektionsstörungen führen in der Praxis häufig dazu, dass Frauen sich an sich zweifeln, sich unattraktiv fühlen, denken, es liegt an ihr. Dann ist es manchmal ganz wichtig, darüber Gespräche zu führen und natürlich herauszufinden, ob das tatsächlich eine Ursache sein kann, dass da das gegenseitige Begehren irgendwie leidet in der Beziehung oder ob es vielleicht ganz andere Gründe hat. Oh, das wird wehtun. Oh, das wird richtig wehtun. Vielleicht
können wir das ja direkt so machen, dass ich ihn gleich noch mal hier dazu rufe und dass ich ihm mal vorschlage, dass wir ein paar therapeutische Gespräche einfach mal machen. Ja, und dass wir, ich meine, heute ist er wahrscheinlich jetzt so aufgeregt mit dem ganzen Ärger. Ja. Aber vielleicht können wir da einfach mal ein paar gemeinsame Termine machen. Wäre das okay? Ja, das würde mich freuen, wenn es hilft. Ja, ich rufe mal schnell vorne an. Wie heißt denn eigentlich Ihr Freund? Jakob Koller. Ja, Pascal, hallo, hier ist Sabine. Hör mal, hier läuft ein junger Mann rum mit einer Penisverletzung, Jakob Koller. Weißt du, wo der gerade drin ist? Ist der noch da? Hör mal, könntet ihr, wenn der fertig ist, könntet ihr mir den mal kurz reinschicken? Ich habe die Freundin hier sitzen. Jakob leidet sehr unter seinen Potenzproblemen und muss nicht lange überredet werden, mit Sabine Decker zu sprechen. Freundin Vicky hat weiterhin eine klare Meinung, wie es zu der Flaute im Bett gekommen ist. Ich habe halt einfach das Gefühl, dass es an mir liegt, so, dass ich dir nicht mehr gefalle. Ich fühle mich halt einfach ein bisschen unattraktiv, weil ich weiß ja nicht, warum es nicht mehr funktioniert. Also für mich bist du die begehrenswerteste Person der ganzen Welt. Oh, okay. Das hast du sehr süß gesagt. Und ich finde nicht, dass du irgendeine Schuld davon trägst. Den Satz, den müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, du bist die begehrenswerteste Person auf der Welt. Also, wenn er sowas zu Ihnen sagt, da können Sie sich ganz schön was drauf einbilden. Die Liebeserklärung von Herrn Koller an seine Freundin war ja über alle Maßen deutlich und hat ganz klar gemacht, es liegt wohl offensichtlich gar nicht daran, dass er sie nicht begehrt, dass er sie nicht wunderschön findet. Ich konnte, glaube ich, ausschließen, dass das die Gründe sein könnten. Es muss irgendeine andere Ursache geben. Wir suchen weiter. Also Ihre Untersuchungsergebnisse sind da. Und mein Kollege möchte es sofort mit Ihnen besprechen. Ja, bin ich mal gespannt. Also, ich habe jetzt gerade aus den paar Sätzen schon den Eindruck gewonnen, paartherapeutisch brauchen Sie mich im Augenblick gar nicht. Wir warten jetzt erstmal ab. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Also ich finde, unsere Beziehung klappt bis jetzt. Das wird wieder und die Ergebnisse fallen gut aus. Das wird auf jeden Fall wieder. Selbst die Liebeserklärung kann Vicky nicht vollends beruhigen. Die 24-Jährige fürchtet weiterhin, dass es keine körperliche Ursache für Jakobs Erektionsstörung gibt, sondern eher in ihrer Beziehung etwas gehörig schiefläuft. Allgemeinmediziner Dr. Bernhard Skopin kommt der wahren Ursache nun langsam auf die Spur. Unsere Lilly, die die Laboruntersuchung gemacht hat, den Urin untersucht hat, das war auch relativ beruhigend. Natürlich waren da rote Blutkörperchen drin, das ist normal. Ja, das wäre sehr komisch, wenn nicht, weil da eine Verletzung stattgefunden hat durch die Manipulation. Aber es sind keine großartigen Entzündungsreaktionen. Die Entzündungsparameter waren in Ordnung. Bei der Abklärung der Erektionsstörung, die ein extrem vielfältiges Ursachenbild darstellen können, gehört auch so eine Grundabklärung über Blutergebnisse. Gut, was ist das denn? Und so ist auf der anderen Seite auch drin. Ich meine schon. Ne? Halt. Aha, aha. Seit wann ist das? Also ich glaube erst im Laufe der letzten paar Wochen ist das okay. So. Auch noch andere Stellen? Ja, sie meinte letztens, dass ich auch hinten was am Rücken habe. Als ich dann Blut abnehmen wollte und diese Hauterscheinung sah, hatte ich schon einen Verdacht. Deshalb wollte ich unbedingt meinen Kollegen, den Herrn Großbönig, dazuziehen. Mhm. Können Sie mir das Hemd oben hinten auch mal richtig? Ja, so ist schon gut. Okay, so passt es schon. Ja, ist das Bild von der Akne, ne? Ja. Ja. Also Erektionsstörung, Akne, sonst noch irgendwas? Wir sind noch nicht zu der großen Medikamentenanamnese gekommen. Ja. Da wollte ich gerade loslegen, ja, als ich das sah. Gibt's da irgendwas? Er ist ja auch ein kräftiger Typ. Ja. Sind Sie Kraftsportler, Bodybuilding oder irgendwie sowas? Ja? Ja?
Geh ins Fitnessstudio regelmäßig. Ja, okay. Ist ja an sich auch gut, ins Fitnessstudio zu gehen, kann man ja eigentlich befürworten. Aber wichtig ist, nehmen Sie irgendwelche Proteinriegel, Proteinshakes, irgendwelche... Ja, Proteinshakes, Kretin, BCAAs, also okay. Ganz normal. Und sonst noch irgendwas anderes zum Muskelaufbau? Ja, so Tabletten, ja, jeden zweiten Tag so regelmäßig Tabletten genommen. Wir müssen das auch ein bisschen genauer wissen für uns, damit wir das Krankheitsbild auch behandeln können und das einordnen können. Sind das so sogenannte Anabolika oder Testosteron? Ja. So, ist das sowas? Ja, Steroide, ja. Ja. Warum hast du die denn genommen? Baby, weil das ist etwas, was wir eigentlich unter vier Augen eher besprechen könnten. Aber wenn jetzt hier schon mal alles raus ist, oh Gott. Du gefällst mir doch auch so. Du musst doch nicht. Ja, aber was ist mit den anderen Typen von deiner Hunde? Die wissen doch tausendmal mehr als ich. Wenn wir abends auf der Couch sitzen, wir können doch keinen vernünftigen intellektuellen Austausch haben. Ich sitz da, ich zock ein bisschen auf meinen Konsolen und du liest dir die ganze Zeit irgendwelche Vorlesungen durch, ja, und ich komme mir immer so blöd und unintelligent vor. Das hat doch nichts mit deinem Aussehen zu tun. Du gefällst mir doch so, wie du bist. Ich liebe dich so. Du musst dich doch jetzt nicht verändern. Ich wollte dir noch mehr gefallen. Steroide sind Hormone, die der Körper selber bildet. Wenn man aber zu viel von außen zuführt, dann kann es passieren, dass die Eigenproduktion dieses wichtigen körpereigenen Hormons sich reduziert und nicht wieder richtig anspringt, weil der Körper denkt, okay, ist genug da, weil von außen zugeführt, und er stellt dann seine Eigenproduktion ein. Ganz großes Problem. Ich mache Ihnen ein Rezept. Ja. Das ist so ein Akne-Gel, was einmal täglich aufgetragen wird. Damit können Sie das behandeln. Aber wenn die Steroide, also diese Anabolika, nicht mehr eingenommen werden, dann verschwindet auch die Akne von alleine. Wir werden das aber unterstützen, dass sich das zurückbildet. Aber das ist das Thema Nummer eins, weglassen, ne? Das therapeutische Thema. Lass das weg. Ja. Und dann verschwindet auch das Problem in der unteren Etage des Körpers. Alles klar. Jakob hat die Anabolika sofort abgesetzt. Schon nach wenigen Tagen hat sich sein Hautbild erheblich verbessert. Und auch seine Erektionsstörungen gehören der Vergangenheit an. In der Gemeinschaftspraxis entflammt gerade eine Diskussion zwischen Katrin Frank und ihrem Sohn Max. Die 43-Jährige hat während einer Radtour einen Schwächeanfall erlitten und will das offenbar partout nicht wahrhaben. Meine Wunden sind nicht so wichtig, das ist nur eine Platzwunde. Das wird der Arzt schon machen, aber deine Platzwunde sieht nicht gut aus. Aber schau dir doch mal deine Wunden an. Ja. Die sind viel schlimmer. Das wird schon. Du immer, dass immer alles gut wird. Das wird schon. Ja, das sagst du immer. Mili Frank, Sie können mitkommen. Der Doktor hat jetzt Zeit. Ich war mit meinem Sohn Max auf einer Fahrradtour. Und da sind unsere Räder plötzlich zusammengestoßen und da bin ich auch schon auf dem Boden wach geworden. Also jetzt kein großes Ding, das kann ja mal passieren. Ich bin eine gute Mutter. Ich kann gut für meinen Sohn sorgen. Die Mama ist gerade ausgefahren und dann ist sie auf einmal umgekippt, hat mich mitgerissen. Ach, ja. So schlimm war es jetzt nur auch wieder nicht. Aber es war keine Bewusstlosigkeit dabei. Nein, ich habe alles mitbekommen. Ich habe alles mitbekommen. Gut, und nicht erbrochen? Nein. Okay, dann gucke ich mir das mal an. Du setzt dich bitte eben einmal auf die Wiege. Ja, die Schürfwunden waren relativ harmlos. Schürfwunden sind in sich ja häufig harmlos, weil sie oberflächlich sind. Es war keine Tiefe da, der Wunde. Dr. Bernhard Skopin verarztet Katrins Wunden und überprüft auch ihre Vitalwerte. Der Allgemeinmediziner will weitere Tests durchführen, denn die Umstände des Sturzes werfen diverse Fragen auf. Gut, das ist ein bisschen an der Grenze. So ganz leicht erhöht. Aber es ist natürlich auch kein großes Wunder, wenn sowas passiert. Ne? Die Umstände, die zum Fahrradunfall geführt haben, waren nicht so ganz klar. War da vielleicht eine gewisse Bewusstlosigkeit im Spiel, so ein Sekundenschlaf gar?
Und weil der Blutdruck auch an der Grenze war, dachte ich, man muss ein bisschen tiefer abklären und Blutuntersuchungen mitfahren lassen. Als nächstes gebe ich Ihnen ein Blutdruckmessgerät mit. Ich sehe die Müdigkeit, ja. Ja, ich bin so oft müde in letzter Zeit. Bin wahrscheinlich auch deswegen so unkonzentriert, weil ich so schlecht schlafe einfach ja, nachts. Kann gut sein, aber auch hinter einer Müdigkeit können Krankheiten stecken, die wir dann auch gleich damit klären. Und ich möchte eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen. Dieses einmalige Messen bringt uns nicht so furchtbar viel weiter. Das ist allenfalls eine Orientierung. Und der Goldstandard bei der Blutdruckeinschätzung, der Goldstandard ist diese 24-Stunden-Messung. Ja. Ne? Könnte natürlich auch psychologisch eine Sache sein, die belastet und belasten kann. Das ist fein, das Übliche. Ne? Und das möchte ich doch, wir haben doch im Hause hier eine Psychotherapeutin. Ich möchte ganz gerne, dass Sie mit ihr kurz Kontakt aufnehmen. Ja, ist das denn wirklich nötig? Also mir geht's gut. Ich bin tippitoppi. Mama, aber also was, eine Psychologin. Was soll dabei rauskommen? Mama, das wenn die, jetzt wenn die, nicht. Wenn die, Mach es. Wenn die Psychologin auch sagt, es ist alles tippitoppi, dann haben wir noch mehr Klarheit. Und das ist für Sie doch. Ist das doch nicht lästig? Ne? Das tut Mama, nicht mal weh. Lass dir helfen. Okay. Okay, gut. Der Allgemeinmediziner bittet die Praxistherapeutin um fachlichen Rat. Sabine Decker hat glücklicherweise gerade eine kurze Pause zwischen zwei Terminen. Dr. Skupin befürchtet, dass seine Patientin unter Burnout leiden könnte. Katrin Frank ist ständig müde und als Alleinerziehende ohnehin besonders gefährdet. Der Kollege meinte, der Unfall sei passiert, weil Sie übermüdet waren beim Fahrradfahren. Das ist ja ungünstig. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einen Vollzeitjob und ich habe einen Teenager als Sohn. Mhm. Mhm. Haben Sie noch mehr Familienmitglieder? Nein, ich bin getrennt von meinem Mann. Oh. Wir sind geschieden. Oh. Und seit der Trennung habe ich mir geschworen, alles für Max richtig zu machen. Ich fahre ihn regelmäßig zu seinen Training, er hat Fußballtraining, er hat Tennistraining und er hat auch noch Spiele. Das stemme ich alles alleine. Er muss manchmal auch seine Hausaufgaben auch machen. Da muss ich auch hinterher sein, denn er ist versetzungsgefährdet. Oh je. Mein Ex-Mann, der entzieht sich jeglicher Verantwortung. Ich muss alles alleine stemmen. Ja, dann muss man sicher mal so ein paar Schrauben finden, an denen man da ein bisschen stellen kann, dass man da ihren Alltag vereinfacht. Für mich wäre jetzt mal wichtig festzustellen, ob das bei Ihnen auch schon in so eine depressive Richtung sich entwickelt. Nein. Ich mache das alles wirklich sehr, sehr gerne. Ich liebe meinen Sohn. Ja, ich fahre ihn sehr gerne zum Training und zu seinen Spielen und alles. Mhm. Nein, also da, nee, ich bin tippitoppi gesund. Das kann nicht sein. Also, sie zeigt keine Anzeichen von Depression. Sie versucht aber, ihren Erschöpfungszustand, den sie auf jeden Fall hat, irgendwie zu verdecken oder so positiv darzustellen. Das verstehe ich nicht ganz. Und vielleicht kommen wir da weiter, indem mein Kollege Bernhard sieht noch mal daraufhin abläuft, was es für Ursachen geben könnte für diese Erschöpfung. Vielleicht gibt es doch eine körperliche Ursache. Und sie möchte da nicht so dran, habe ich das Gefühl. Schon bald soll Katrin eine Diagnose erhalten, mit der niemand rechnet. Am folgenden Tag liegen Dr. Bernhard Skupin die Laborergebnisse seiner Patientin vor. Und es kommt ein wichtiges Detail ans Licht. Blutergebnisse sind durch die Bank in Ordnung. Kein Mangel an irgendwelchen Substanzen, auch die Organe alle in Ordnung, also das können wir ablegen. Und als zweites die 24-Stunden-Blutdruckmessung. Da war so ganz aufregend auch nicht. Die Werte waren insgesamt leicht erhöht. Eigentlich passt es zu dem, was wir auch selber gemessen haben. Mama, das müssen wir noch besprechen. Max, du wolltest mich doch zum Tennis fahren. Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Bus nehmen. Mama, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich muss los. Max, Mann, ruhig. Dies geht hier vor. Ich war mit der Frau Frank beschäftigt, um diese Tagesmüdigkeit abzuklären. Da kam der Sohn Max reingeplatzt. Hat er am Anfang ein bisschen gestört. Aber bei der weiteren Geschichte hat er eher den entscheidenden Hinweis für ein Krankheitsbild gegeben, an das ich dann erst denken musste. Ich muss einfach nur nachts wieder besser schlafen können, dann wird das Mama, schon alles wieder. Weißt du, wie du nachts schläfst? Du schläfst nachts ganz gut. Soll ich dir mal zeigen, wie du schläfst? Was? Wie? Ja, hör mal genau hin. Ich kann dir jetzt mal genau zeigen, wie du schläfst. Also, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Das ist für uns was Interessantes, das sogenannte Fremdanalyse. Warte, ich zeig's dir. Dann hörst du mal, wie du schläfst. Ich mach sogar noch extra laut, damit der Arzt mithören kann.
Hör es dir an. Das darf nicht wahr sein. Doch, Mama, das bist du. Weil du so schnarchst, kann ich gar nicht mehr. Das finde ich nicht. Ja, tut mir leid. Ich hatte vorher schon den Verdacht. Aber das ist noch ein Hinweis dazu. Diese extreme Tagesmüdigkeit, eventuell auch das auf dem Fahrrad ein bisschen umkippen. Ne? Das kann ein Sekundenschlaf gewesen sein. Und dieses Schnarchen führt mich zu dem dringenden Verdacht, dass es sich hier um ein Schlafapnoe-Syndrom handelt. Alle Symptome zusammen zeigten eigentlich relativ deutlich, dass sie wohl unter einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom leidet. Das ist ein Krankheitsbild, wo man tagsüber genügend Sauerstoff in sich hineinbekommt, aber wenn die Muskulatur im Schlund, im Rachenbereich sich entspannt zur Nacht, dann verengen sich die Atemwege, sodass zu wenig sauerstoffreiche Luft in den Körper reinkommt. Die leiden richtig unter Sauerstoffmangel, der dazu führt, dass sie extrem müde am Tage sind. Sind aber auch Atemaussetzer da? Sind Rhythmusstörungen da? Ist der Blutfluss nicht so weit in Ordnung? Ist die Schlaftiefe nicht entsprechend? All das kann man mit so einem relativ einfachen Messgerät, was Sie sich zu Hause anlegen können, ertesten. Wir können nicht jeden Menschen, der schnarcht, in ein Schlaflabor bringen. Das ist eine sehr aufwendige Untersuchung, die über 24 Stunden im Rahmen der Hightech-Medizin durchgeführt werden muss. Deshalb gibt es die Polygraphie, eine Untersuchungsmethode, die Hinweise gibt, ob es sich um ein Schlafapnoe-Syndrom handelt. Du hast dich ja sehr gut bemüht um die Mutter, aber das muss weitergehen. Mhm. Ja, du musst für sie sorgen und du musst sie auch etwas entlasten. Da ist vielleicht der Weg mit dem Fahrrad mal dahin, dass sie auch ein bisschen mehr Ruhe kriegt. Gar nicht das Schlechteste, ne? Werde ich machen, danke. Also Herr das Doktor, ist, ja. Ich glaube, das bin ich auch ein bisschen selber schuld. Ich schleppe das schon die ganze Zeit so mit mir herum und habe keinen, mit dem ich darüber reden kann. Letztes Jahr Weihnachten hat mein Ex-Mann Max angeboten, dass er zu ihm in sein Haus ziehen kann. Er hat jetzt eine neue Familie gegründet und hat jetzt ein ganzes Haus. Und ich habe die ganze Zeit Angst, ihn zu verlieren, an ihn Mama, zu verlieren. Du brauchst keine Angst haben. Ich werde nicht zu Papa gehen. Nur weil der einen Pool hat und ein großes Haus, heißt nicht, dass ich dich allein lasse. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Ich denke auch, der wär's. Aber nein, ich werde bei dir bleiben. Bei dir fühle ich mich viel wohler. Du machst mich so glücklich. Ja, du mich auch. Oh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Oh, Frank, ich möchte als Neutraler noch was für dich tun. Ich freue mich für Sie. Aber man merkt doch, dass Ihr Sohn zu Ihnen hält. Der wird nicht abhauen, um Gottes Willen. Ne? Dann vertraue ich dir auch das Gerät an. Ich habe es euch beiden erklärt. Ne? Ja. Katrin hat mittlerweile eine spezielle Atemmaske, mit der sie nachts besser Luft bekommt. Die Alleinerziehende ist dadurch morgens ausgeruhter und fitter. Sohn Max hält sich an sein Versprechen und unterstützt seine Mama, damit sie mehr Zeit für sich hat.